Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gran Turismo 7. Von den Super Formula Menübuch bleibt uns jetzt noch ein Rennen am Circuit de Saint-Croix. Ich habe das Rennen jetzt schon einmal probiert. Deshalb ist auch noch die Bremsbalance komplett verstellt. Ja, ich hab in den letzten Runden verkackt, leider. Das Rennen ist leicht. So wie Watkins Glen. Nur, ich habe das Rennen sogar schon zweimal probiert. Ihr habt es aber nichts verpasst, weil es war einfach nur traurig. Im ersten Versuch habe ich die Strecke das erste Mal für mich entdeckt. Weil ich glaube, in dem Layout sind wir noch nie unterwegs gewesen. Ja. Im ersten Versuch habe ich verkackt, indem ich halt einfach schlecht war. Und im zweiten Versuch habe ich genau das Problem. Das Wegdrehen. Also, ich bin zweimal soft gefahren, bin aber eine Runde zu früh beim ersten Wechsel reingegangen und dann habe ich null Grip mehr gehabt. Es wäre wahrscheinlich klüger, soft und dann medium zu fahren, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Die KI ist auf der Strecke richtig schlecht, aber sehr unvorhersehbar. Also die bremsen teilweise an Stellen ab, die keinen Sinn machen oder bleiben in Kurven fast stehen. Die Strecke an sich ist relativ, also die Strecke ist sehr cool, das Auto ja auch. Das da allein das, ich weiß nicht, wie langsam die da jetzt durchgefahren sind. Das Problem ist, auf der Strecke sind ein paar Unebenheiten, Bodenwellen, auf die das Auto nicht ganz klar kommt. Eins haben wir schon in der vorigen Runde gesehen. Die andere Unebenheit ist auf der Kurve davor, also vor der kurzen Geraden. Aber die anderen Fahrer sind halt auf der Strecke sehr langsam. Weshalb das Rennen eigentlich kein Problem ist, nur halt mit den Reifen ist es ein bisschen knackig. Zweimal soft geht halt nichts. Oder es geht schon, aber ja, man muss genau zum richtigen Zeitpunkt in die Box. Ich bin eine Runde zu früh gegangen, meine Reifen waren hin. Ich habe nicht mehr beschleunigen können, ohne dass es mich gedreht hat. In der letzten Runde. Das war sehr, sehr traurig. Vor allem Wasser sehr auffällig ist auf der Strecke, so gegnermäßig. Erstens das, die stechen sehr oft enorm rein und drängen dich auch ziemlich heftig zur Seite. Beim ersten Versuch bin ich komplett abgeschossen worden. So wirklich, ich glaube, der Gegner hat nicht gebremst, sondern ist mir einfach hinten drauf gefahren in der Kurve. Ja. Und der Gegner kommt halt nicht klar mit der Strecke. Also die machen so viel ganz komische Fehler. Und im Unterschied zu Watkins Glen oder Fuji ist das Feld sehr eng zusammen. Da gibt es keinen Ausreißer. Man merkt es auch da, es sind jetzt Platz 1 bis 11 sind auf 8 Sekunden zusammen.
Wir kommen da aber echt gut durch gerade. Sehe mit ein bisschen Brechstange dabei, aber gehört dazu. Solange es kein Online-Rennen ist, gehört für mich immer bei Gran Turismo ein bisschen Brechstange dazu. Ich meine, die KI fährt auch so, also. Naja. Und es gibt auch wieder ein paar, die nicht in die Box fahren. Die durchfahren. Die sind aber sehr langsam. Die holt man relativ schnell wieder auf. Wenn man keine allzu krassen Fehler macht. Da ist halt auch so eine Bodenwelle drin, die relativ böse ist. Wohl, wenn ich jetzt so den Abrieb anschaue, könnte man eigentlich noch auf Soft wechseln. Aber geh mal lieber auf Nummer sicher. Wir haben fast die Pace, um mit harten Reifen weiterzufahren. Oh, da hat man schon gemerkt. Reifen wollen nicht mehr. Gut, mittlere Reifen, nicht danken und dann fahren wir es durch. Gelbe Flagge? Oh. Habe auch selten erlebt in einem Singleplayer-Rennen. Schau, die fahren das so langsam durch, dass sie fast stehen bleiben. Das ist unglaublich. Wir sind jetzt nicht 12. Das würde nicht reichen. Wir müssten mindestens 3. werden. Und wie gesagt, der Bar fährt nicht in die Box.
So, zumindest Sechster. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Puh. Meine Nerven. Oh, warte mal. Oh. Oh. Da vorne sind sie. Ich habe den jetzt nicht berührt. Möchte ich nur mal so anmerken. Den schon. So. Einfach jetzt nur ruhig das Ganze zu Ende fahren.
Die Strecke ist richtig cool. Vor allem in Kombination mit dem Auto macht es voll Spaß. Finde ich sogar um einiges besser wie Watkins Glen, weil man da auch besser überholen kann überall. Es ist eine sehr breite Strecke. Du hast viel Platz. Du hast viele Geraden. Du brauchst nicht unbedingt den Kurven überholen. Richtig coole Strecke. Und jetzt schaut's mal, wie sieht man das? Ja, man sieht's. Wie weit abgerieben die mittleren Reifen sind. Du kannst dir vorstellen, wie jetzt. Jetzt links unten noch. Links hinten. Wie jetzt die weichen Reifen ausschauen würden. Da ist unten. Hinten. Hinten rechts. Vorne rechts. Vorne links. So. Perspektivenmäßig. Also es geht sich auch mit weichen Reifen aus, ja, aber die mittleren sind so die safe Variante. Ich sollte mich jetzt echt auf die Strecke konzentrieren. Jetzt noch ein Dreher. Okay, jetzt kriegen wir noch eine Strafe drauf gedrückt. Ich weiß nicht, was mir das an Zeit gebracht hat. Wahrscheinlich gar nichts, aber das Spiel sagt, ja, du bist von der Strecke abgekommen. Strafe kann es aber wurscht sein. Wir haben 8 Sekunden fast Vorsprung gehabt zum Schluss. Wir haben 8 Sekunden Vorsprung. Ist das mit Strafe oder ohne? Gut. Was gibt's denn jetzt da für Schönes? Das schauen wir uns gleich mal an. So. Was gibt's denn da für Schönes? Ich muss mich mal wieder aufsetzen. Ich bin da so weit herum. Hoppala. So. Komm, irgendein schönes Auto oder so. Ich kann mir mein Geschenk abholen. Ein Rolle-Ticket. Was bringt das jetzt? Wir haben E3. Machen wir alle drei auf vielleicht. Eine Autosammlung. Ich bin ein richtiger Sammler. Okay. Hä? Meine Autosammlung umfasst 200 Autos und da steht aber 100. Achso, weil ich ein paar schon angeschaut habe. Hm. Muss ja auf jeden einzelnen draufklicken, damit... Ach du meine Güte. Okay. Da fehlen aber noch einige Autos. Puh. Ja, wir haben jetzt einmal... Fangen wir mit dem Kleinsten an. Das größte Merkmal ist von der Challenge jetzt. Oh, da ist schon mal sicher ein Auto dabei. Finde ich cool. Ein RX-8. Habe ich den schon? Ich glaube, den habe ich noch nicht einmal. Cool. RX-8 ist ein cooles Auto. Ja, nächstes Ticket. Oh, da muss nicht unbedingt ein Auto drin sein. Oh, Aston Martin. Sehr cool. Gefällt mir. Kann ich gleich ausprobieren, wie der so ist. Aston Martin Vantage GT3. So. Ich habe 1 Million für den Formel 1 Wagen ausgegeben. Also das muss ich mindestens drin haben. Ich glaube, das sind 500.000. Jetzt habe ich 500.000 minus gemacht. Nein, ja, nicht ganz. Na, Blödsinn. Weil wir haben ja für die Rennen auch Geld bekommen. Ich weiß nicht, ob sich das dann ausgeht. Ob wir so viel bekommen. Haben wir jetzt noch irgendwas? Was haben wir denn jetzt bekommen? Oh. Ah, das haben wir abgeschlossen.
die Wankelmotor-Reihe. Boah, alles Mazda RX. Cool. Da fehlen es halt auch noch für. Das könnte man eigentlich abschließen, weil die kann man alle beide kaufen. Ja, das machen wir gleich. Das sind zwar Autos, die ich niemals fahren werde in dem Spiel. Ich habe mein Mikro so weit oben. Hoppala. So, besser. Aber, was war das? Das war Sony AI? Aha. Das war Toyota, gell? Ich glaube, Toyota Familienwagen, ja. Das war der in, oh, schon in schwarz, oder? Precious Black. Cool. Aber ist ja kein Familienauto, oder? Ist das ein Familienauto? Ist ein 7er BMW ein Familienauto? Familienauto ist für mich. Jetzt muss ich schon bei der gleichen Marke bleiben, aber hat BMW ein Familienauto? Ja, diese GT BMWs, den 3er GT, das ist für mich ein Familienauto. Oder wie heißen die Hohen? Vom 2er gibt es ja, 2er BMW gibt es so einen Hohen. Wie heißt denn die botthässliches Ding? Ist ja vielleicht da sogar drin? Na. Wie heißt denn der nochmal? Heißt der Tourer? Na, Tourer war der Kombi. Kann man noch irgendein Menübuch abschließen? Nicht mehr. Es ist ein extra Menü. Ein 4-Stern-Roulette-Ticket haben wir mal. Weil wir halt ein paar davon kaufen können. Sammlung Toyota-Familienautos. Okay, Shelby. Boah, können wir einen kaufen. Alpine könnten wir abschließen. Ford GT könnten wir nicht abschließen, weil da fehlt uns der alte. Den können wir nicht kaufen. Da genauso. Bugatti könnten wir abschließen. Wird aber sauteuer sein wahrscheinlich. Was kriegen wir dafür? Ein 6-Stern-Roulette-Ticket-Motor. Ja. Oh, geht jetzt Gruppe 2 wegen. Ja, die kann man auch leicht abschließen. Dodge auch. Ja, da kann man einige abschließen. Das glaube ich auch. Oh. Nissan Z Performance. Den will ich haben. Das extra Menü schließen wir jetzt nochmal ab mit deinem Kauf. Weil den Wagen, den will ich schon haben. Ja. Nissan haben wir natürlich da und da. Der da. Z Performance. Das ist ja der neue. Den gibt es ja. Gibt es den schon in Europa? Ich finde den super cool. Der schaut so cool aus. Mein Silber schaut am besten aus. Aber den gibt es bei uns nicht, glaube ich. Oder noch nicht. Ich weiß nicht, ob er noch kommt. Oh, den finde ich so cool. Nein. Oder ist er schon draußen? Kommt der überhaupt bei uns raus? Das ist halt immer die Frage. Wenn der irgendwelchen EU-Normen nicht entspricht, dann kommt der nie bei uns. Ich finde auch den 350Z und den 370Z eigentlich richtig schön. Boah, der ist cool. Fahren wir den nochmal geschwind? Ein, zwei Runden? Komm, ich mag den jetzt ausprobieren. Das hängen wir jetzt noch dran. Wie in der Garage? Nee, den könntest du mir gleich geben. Ich will den nur eine Runde probieren, schauen, dass der Part nicht über 2 Stunden lang ist. Bin jetzt wieder falsch. Zur Garage. Komm, eine Runde können wir, ich glaube, wollt ihr auch, oder? So eine Runde den jetzt ausprobieren. Der war bei Fahrzeug wechseln. So, jetzt müssen wir den noch finden. Ach du meine Güte. Wo ist denn der? Seit wann haben wir den? Okay, den will ich auch nochmal fahren, natürlich.
Können wir irgendwie sortieren nach Erhalten? Erworben am. Er klingt interessant. Gut. Oh, wo fahren wir denn dann? Ja, Red Bull Ring hätte ich gesagt, oder? Ist so. Oder die Strecke, die wir gerade gefahren sind, die war auch richtig cool. Zeitraum. Das war das Layout B. Jetzt können wir ja die Strecke schon. So, Mikro wieder rauf. Schauen wir mal, was der so kann. Okay, irgendwie anders wie der Formel 1 waren. Warum wohl? Und der harte Sportreifen oben. Der wird nicht gut in den Kurven liegen. Nö. Der liegt so gar nicht gut in den Kurven. Mit anderen Reifen ist der vielleicht cool. So ist er nicht so ganz meins. Gut, passt. Dann hätte ich gesagt, war es das wieder für die Folge. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Kommentar da. Abo hilft natürlich auch immer und schaltet es in der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin, ciao.